Hallo und herzlich willkommen zu Game World mit unserem Freund Devon. Letztes Mal haben wir mit Angemon versucht, Phönixmon zu erreichen, aber da es jetzt langsam zu alt wird, habe ich mir einfach mal gedacht, die Werte, die wir jetzt haben, können wir doch einfach in ein anderes Digimon mit reinsetzen. Ja, Hammers. Es ist zwar Champion, aber es ist eines der bösartigsten Digimon, die man kennt. Und wir haben das so trainiert, dass wir eigentlich keine Probleme damit haben könnten. Das macht er 186, das macht 99. Ich nehme heute Lukas als Dingsattacke, als Basisattacke und. Oh, dicke Lippe nehme ich lieber mal weg, weil dicke Lippe ist scheiße. So. Genug Aufladezeug haben. Genau ab jetzt startet nämlich unsere neue Mission. Diese handelt von der Schattenwelle. Erst machen wir uns. Oh Mann. Weiß nicht, wie viel Geld wir uns jetzt erst machen können. Oh, schade. Ja, wie schon gesagt, ich werde mich jetzt mal offscreen etwas vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir unterwegs sind. Und wir sind unterwegs. Unterwegs zu einem völlig neuen Ort. Ein Ort, den wir vielleicht schon mal besucht haben, weil wir uns das Pokémon geholt haben. Aber ein Ort, das wir bis dato noch nicht betreten konnten, weil wir kein Digimon hatten, das wirklich tatsächlich fähig war, vom Virus zu limitieren. Mit Devimon haben wir uns jetzt sozusagen Zutritt verschafft und hoffen, dass wir es auch machen können. Aber jetzt muss ich erstmal lernen, uns wieder zu lieben. Das wird wahrscheinlich geschehen, hoffentlich. Wir haben uns mit großen MP-Discs eingepackt. Noch drei unsicher Lagertechnik. Im Grüntal. Das ist erstmal der Friedhof von Grüntal. Aber im Friedhof von Grüntal lauert der Tod. Besser gesagt. Und es werden uns noch von ihm hier kommen. Die Schattenwelle. Was für ein riesiges Anwesen. Ist jemand zu Hause? Keiner da. Oder sie hören mich nicht. Na gut, schauen wir uns um. Mann, das erinnert mich um an die TV-Serie. Als sie alle dann in dieser Villa waren und dann haben sie gegessen und. Die Alter haben auch Camping-WCs mitgenommen. Item, hallo. Dankeschön. Ein Kühlschrank. Der Kühlschrank ist abgeschlossen. Ja, damit keiner uns vorhält. Das darf nämlich nicht sein. So,
Doping this. Autopilot. Ich hab das schon mal gemacht. Oh! Ich habe einen Schlüssel gefunden, wo der wird. Ja, wie gesagt, ich hab das schon mal gemacht. Einmal. Ich mache erstmal überall die Tür auf. Aber ab einem bestimmten Punkt konnte man das wegen dem Druck. Deswegen werde ich das jetzt hier komplett 100% wahrscheinlich machen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Mann, mein Devimon ist gruselig. Der steht auch so hinter mir und rum so. Oh Mann, Devimon. Durch eine seltsame Kraft. Geheimnisvolle Tür. Ohne Scheiß. Wenn die durch eine geheimnisvolle Kraft versiegelt ist, noch nichts. Tu uns mal auf noch nicht. Ich weiß jetzt nicht mal, wo das war. Schattenvilla. Obergeschoss. Was ist das? Okay. Klack, klack. Doch, das war's. Was ist das? Sind Bücher dabei, die ich lesen kann? Nein, ich kann sie nicht lesen. Wow! Mein Buch hat einen tollen Einband. Wie? Devimon, du sollst auch runterfallen. So, was haben wir jetzt? Ich habe mich verletzt. Ach Kacke! Bin ich ja hier. Das hätte ich nicht machen dürfen, denke ich. Ich bin wieder in der Tasche. Zieh euer Fall und doch die ganzen Scheiß nochmal. Okay, aber diesmal fasse ich das Buch nicht. Ich mache einfach weiter. Nächstes ist Link. Das muss man doch mal meinen. Gucken Sie sich halt mal an. Das ist nicht. Aber ich weiß, hier ist eine Feinde. Das war verdächtig. Wirklich sehr verdächtig. Aber ein kleines bisschen habe ich das auch aus dem Gedächtnis gefallen. Die Tür ist abgeschlossen, ich sehe keinen Schuss.
dachte, ich hätte irgendwas gedrückt. Hab mich wohl getäuscht. Das müssen wir nochmal machen, ich weiß es nicht. Okay. Ich bin nämlich nach unten gegangen. Anstatt nach unten. Da war noch was. Hallo zu Keimer. Beachte mich nicht, ich bin nur also ein komischer Typ. Die Musik sich immer wiederholt, weil ich niemals sagt. So, wo lande ich da jetzt? Alles okay, Pater. Wo sind wir gelandet? Wir sind in einem unbekannten Raum. Oh, ich glaube, das war dieser Raum, der auch von einem seltsamen Raum agiert. Kontrolliert wurde. Ich hoffe, ihr seid nicht falsch. Nee, ich bin richtig. Da ist es. Keller der Schattenwelt. Es ist wunderschön. Jemand rettet mich. Digimon, fehlt hier auch nichts. Bitte! Hungrig? Was möchtest du? Fleisch! Ich hab welches dabei. Fleisch! Wie? Das, du! Ein Schlüssel? Kühlschrankschlüssel! Okay. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich bring dir bald was. Halt durch! Durch Miotismon, ich rette dich! Das ist irgendwie komisch, das zu sagen, weil Miotismon war immer voll der Strom. Und jetzt muss ich plötzlich in Fleisch springen. Das ist wirklich nicht so interessant. Das führt hier oben nicht hin, also wird er hier oben. Abgeschlossen. Wo zum Henker bin ich? Sie ist hier. Ach egal, ich muss zum Kühlschrank. Miotismon braucht meine Hilfe. Wenn Miotismon meine Hilfe nicht bekommt, dann wird er sterben. So, das ist nämlich das zweite Mal, wo man hier hin muss. Das wollte ich eigentlich voll umsonst da. Abgesehen von den Eiten. Kühlschrankschlüssel benutzt. Ich sehe es nicht. Das ist eine Notiz. Kehr an der Stelle zurück, an der du die Punkte von Dumm erhalten hast. Das werde ich beherzigen. Vom Dumm. Ist klar. Als wäre dieses Demon so dumm gewesen, dann würde ich das Ganze verstehen. Aber trotzdem. Ja, Bakemon sind dumm. Kann man wirklich sagen, Bakemon haben wirklich das Hirn eines... Dann gehen wir jetzt mal zum Friedhof von Grüntal, denn da lauert nämlich der Tod. Nein. Da ist nämlich das Fleisch.
Steak. Er frisst also ein normales Steak. Ich muss es mir mal in der Beschreibung angucken, warum das so besonders ist. Da. 10 Tage. Perfekt. So. Also ich könnte es... Ich könnte es theoretisch auch meinen geben. Aber... Dann hätte ich nicht mehr von der Story. Sein. So werde ich jetzt nur einmal mit dem PC kommunizieren. Kann ich jetzt eigentlich links? Ich glaube, dass ich links rein kann. Und muss da wieder das Zeug hier runterfahren. Ich kann es nicht auf Dauer machen. Lassen wir das. Was zum? Ich wollte nicht zurück. Ach komm schon. Das war ich gar nicht. Okay. Hä? Ich mache nichts. Na gut. Ihr habt so gewollt. Ich soll tatsächlich nochmal da runter. Ich muss dann aber auch mein Dämon. Falsch. Ja, das war total falsch. Das kann ich doch nicht tun. Aber vor allem, ich gehe rein und gehe sofort wieder raus. Als ob mir eine Geheimnis. Dort. Davon abhängt. Obwohl die Tür offen ist. Muss ein Bug sein. Spiel kann man verbrennen. So. Schattenvilla da rein. Beachte mich nicht. Oh Mann, wir sind jetzt schon den gesamten Part hier nur am Rumlaufen in dieser komischen Villa da. Das schaffen wir. Oh, du bewegst dich jetzt nicht? Das hast du gut gemacht. Ich komme! Jetzt guck ich mal den Zustand von meinem Dämon an. Ja, ich bin richtig. Wir wollen also dieses Zoo. Ja. Ich bin gerettet. Ach, vielen Dank für deine Mühe. Was war denn passiert? Ich bin Jotismann, der Herr der Wilde. Ein Mensch aus einer anderen Welt. Das ist mein Vater. Wir wollen die Insel retten. Wir haben uns bestimmt viel zu erzählen. Seid willkommen. So. Was kommt als nächstes? Lecker. Bitte hör mal zu. Es duftet. Meine Leute hören nicht mehr. Ich glaube, sie vergessen ihren Fehler. Manchmal verstehen sie mich nicht einmal. Meine Leute sollten mir das Essen bringen, aber... Als ich gearbeitet habe, brachten sie mir nichts. Und ich habe nicht ans Essen gedacht. Du bist zu sehr in deiner Arbeit.
fürchte, in der Villa gibt's Probleme. Benehmen sich die Leute auf der Insel auch wie meine... Ja, sie verlieren alle das Gedächtnis. Wie kann ich helfen? Wir bauen eine Stadt, um die Herzen der Dämonen zu einigen. Wir reisen, um neue Freunde zu gewinnen. Aber was soll ich da tun? Meine Leute können nur kämpfen. Es wird ein Match. Match? Das würde meinen Leuten gut tun. Also machst du mit? Gerne, aber ich muss erst meine Studien vorantreiben. Ich komme bald. Was? Okay, bis dahin konnte ich ohne Probleme durchgehen. Würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns einfach mal beim nächsten Mal wieder und gucken, was danach noch alles Schönes passieren wird. Also, bis zum nächsten Mal und bis bald.